Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu Shovel Knight. Ja, es ist endlich rausgekommen, auch für uns Europäer. Lang habe ich drauf gewartet, ich habe es tatsächlich auch gekickstartet, weil es einfach so gut aussah. Und ja, endlich raus und würde ich mal sagen, here we go. Machen wir ein neues Abenteuer. Oh, ja, ist irgendwie komisch, dass hier A und B vertauscht ist. B ist bestätigen. Oh, machen wir mal schnell hier meinen Namen rein. Und fertig. Oh. So. Zack. Und da sind wir. Ja. Mein Gott. So viel zum Auswählen hier am Anfang. Ja, haben wir die Story hier. Wieso steht da der Turm des Schicksals? Okay. Okay. Ist also Farmer geworden mit seiner Schaufel. Der Verzauberin? Okay, das ist irgendwie eine komische Übersetzung. Okay. Gerechtigkeit der Schaufel. Und da sind wir. Springen, schlagen und hier so ein Down. Ah, okay. Down-Angriff. Okay. Für die Leute, die Shovel Knight nicht kennen, Shovel Knight ist ein Kickstarter-Game. Es wurde durch Kickstarter finanziert. Erfolgreich. Und ist, glaube ich, seit... ist schon was länger raus, das Spiel. In Amerika auf jeden Fall. Und für Steam. Meine ich. Gab es das schon früher. Und ja, leider nur für Amerika. Und jetzt im letzten Nintendo Direct hieß es halt endlich, ist es gekommen. Und für die Kickstarter-Leute aus Europa, die haben endlich ihre Keys bekommen. Und ja, und wie man ganz klar sieht, ist das sehr inspiriert an die alten NES-Teile. Spiele. An die alten NES-Spiele von damals. Und sehr halt so ein bisschen wie Mega Man, weil alles sind hier Knights, ne? Also wie bei Mega Man, wo alle Mans waren. Und natürlich so ein bisschen DuckTales, mit der Schaufel quasi hier, mit dem Springen. Und ich habe das Spiel selbst noch gar nicht gespielt. Ich habe halt ein paar Videos gesehen. Ich weiß, das hier ist ein Checkpoint, den kann ich aber auch kaputt machen. Irgendwie. Okay. Na gut, vielleicht geht das noch nicht, aber ich habe gelesen, dass man die kaputt machen kann, die Checkpoints. Und dafür kriege ich halt mehr Geld im Prinzip. Und für das Geld kann man sich auch Sachen kaufen. Und ja, nur dann habe ich den Checkpoint halt nicht mehr. Also es ist so eine Sache, wenn ich mir sicher bin, dass ich das Level ohne Probleme schaffe, dann brauche ich den Checkpoint nicht. Aber wenn ich dann sterbe, muss ich halt wieder von Anfang an anfangen. Und hört euch den tollen Soundtrack an, also großartig. Das ist schön 8-Bit-Soundtrack, beziehungsweise ich glaube, es ist mehr als 8-Bit. Und auch die Grafik, also diese Zeichnung, sehr schöner Stil. Die Firma heißt Yacht Club Games. Und die haben vorher natürlich noch nichts gemacht, deswegen sind sie ja zu Kickstarter gekommen. Und ich bin schon echt auf das nächste Spiel von denen gespannt. Weil Shovel Knight hat sehr gute Wertungen bekommen, als es rauskam. Irgendwann Anfang des Jahres, ich glaube irgendwas so März, April oder so, kommt es raus. Und das hier, wow, ist quasi das Intro-Level, wie bei Mega Man X zum Beispiel, wo man auch am Anfang direkt in eine Welt reingeschmissen wird. Und ja, das Spiel bringt mir quasi gerade alles bei.
was man machen kann. Ohne halt Tutorials mehr. Also, dass hier diese Stellen zum Beispiel Secret sind, habe ich ja gerade gesehen. Dass man hier ein bisschen buddeln muss. Also, man kriegt hier quasi alles beigebracht. Was das ist, weiß ich nicht. Soundtrack vielleicht, keine Ahnung. Neues Lied. Weiß ich gerade nicht, aber so viel Gold wie möglich mitnehmen. Schadet nichts. Oben sieht man meine Leben. Klar, Boss, das ist quasi dann, wenn der Boss kommt, der wird dann das da seine Lebensanzeige haben, wie bei Mega Man halt, wo dann halt so eine zweite Lebensanzeige angezeigt wird. Ja, und zurzeit kann ich nicht viel machen. Springen, schlagen und halt diesen Schlag runter, sage ich, nenne ich ihn mal. Ah, hier sieht man zum Beispiel, hier ist ein Secret. Das hätte ich nicht bekommen können, wenn ich diese Steine hier kaputt gemacht hätte. Genau wie ich den dann nur holen kann, wenn ich auf den springe. Ah, das ist so schön oldschool. Also, mehr oldschool geht, glaube ich, kaum noch. Außer, wenn ich jetzt Mega Man 1 spielen würde. Oh, ich glaube, das hier sind Leben? Genau. Hat ein bisschen was von Castlevania. Mit dem Hähnchen quasi. Oh, kann ich ihn jetzt kaputt machen? Ne, ich glaube... Im ersten Level kann man die wahrscheinlich noch nicht kaputt machen, die Checkpoints. Da rechts haben wir ein Secret. Ah, verdammt. Nein. Och komm. Komm ich da jetzt nicht hoch ohne den? Nein, das kann nicht sein. Locker, ja. Ah, wenn man runterdrückt, dann kann man so ein bisschen zum Beat tanzen hier. Oh yeah. Schon wieder so ein, was auch immer das sein soll. Respawn à la Mega Man. Damit kann man hier nach links. Ne? Oh. Und zack. Oh. Wie komme ich denn da runter? Aha. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da ein Secret war. So, ich habe schon gefragt, warum da nichts rauskommt. Muss man noch hingehen, dann guckt er in die Truhe rein. Okay, also quasi muss ich jetzt alle Wände anschlagen, weil irgendwie... Gibt es auch ein paar Wände, von denen man das nicht sieht. Oh, der ist hier sneaky. Der tarnt sich hier als Gras. Wow, wow, wow. Na, schwer ist er nicht wirklich. Komische Drache da. Selbst schuld, wenn du mal im Weg stehst. Oh. Nein! Oh, crap. Im ersten Level schon gestorben. Hol's dir zurück. Ah ja, stimmt. Genau, wenn man stirbt, jetzt habe ich Gold verloren. Nicht alles, nur ein bisschen. So ein bisschen Dark Souls-mäßig. Dass man da hier nicht alles verliert. Und ich habe jetzt quasi eine Chance, es mir zurückzuholen. Schön. Und da haben wir es. Ja, super, wie soll ich das denn holen? Ja, geht doch. Ich
Toller. Oh nein! Oh, alles schön kaputt machen. Oh, da sind ein paar. Stecken sich gut. Yay. Oh, 4000 Gold schon. Ich hoffe mal, das ist viel. Bin ich mal gespannt, was ich mir da so kaufen kann. Beziehungsweise, was so die Preise sind. Oh, das ist, glaube ich, der letzte Checkpoint vom Boss. Kann das sein? Oh ja. Wer ist das denn? Black Knight. Der himmelblaue Feigling. Okay. Die Verzauberin ist eine komische Übersetzung. Wahrscheinlich heißt sie auf Englisch Enchantress. Stehle deine Schaufel. Okay. Wow, der lacht mich aus. Aber da dance ich noch ein bisschen. Wieso heißt der Black Knight? Gut, okay, er ist schwarz, das, aber er hat auch eine Schaufel, also warum bin ich der Shovel Knight? Und nicht er? Warum bin ich nicht der Sky Blue Knight? Na komm! Oh. Ja, ah, verdammt! Nein! Ich dance ein bisschen. Oh. Wer stirbt zuerst? Er oder ich? Yes! Oh, nochmal 1000 Gold extra. Nicht schlecht. Läuft einfach weg. Ich glaub's ja nicht. Diese feige Sau. Ha, das erinnert ein bisschen an Dark Souls mit dem Campfire. Schlafen wir eine Runde. Hast du dir verdient, Shovel Knight. Hast du dir verdient. Oh, der nächste Boss hat mehr Leben. Oh, wow, wow, wow. Okay. Die fällt. Fangen sie? Oh. Hab ich sie? What? Ah. Okay, er hat geträumt. Hä? Ah. Kann man das... Haha, man kann es auch so... Oh. Heldentat vollbracht. Okay. Ich habe eine Heldentat vollbracht, weil ich das Feuer ausgemacht habe. I'm awesome. So, und hier sind wir auf der... Oberwelt quasi. Am Anfang, als das noch angekündigt war, war eigentlich so ein Bildschirm wie bei Mega Man geplant in dem Spiel, wo man sich dann quasi den Knight aussuchen kann, gegen den man kämpft, aber irgendwann haben sie sich umentschieden und haben doch so eine Oberwelt gemacht, wo ich sagen muss, das ist deutlich cooler. Also hier habe ich jetzt quasi das Dorf und ja, da wo die diese Kuhs sind, da ist glaube ich dann das Level für den Knight und dann gibt es ja halt nur so Bonus-Level und das ist ganz cool gemacht. Also das gefällt mir deutlich besser als so einen normalen Mega Man-Screen. Ja, und soweit so gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Like ist immer nett und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!